Dieses Jahr war es wieder soweit. Die Steinacher Leistungsschau öffnete ihre Pforten. Ja. Bereits zum dritten Mal war Steinach damit der Mittelpunkt des Kinzigtals. Der Wirtschaftskreis Steinach stieß mit der diesjährigen Leistungsschau auf große Resonanz und lockte Tausende von Besuchern von nah und fern in die Steinacher Ortsmitte. Eindrucksvoll zeigten die rund 50 Unternehmen rund um das Rathaus, die Kirche, die Festhalle und das Schulgebäude, was sie alles zu bieten haben. Ja, ich freue mich, heute Sie hier in Steinach begrüßen zu dürfen zur dritten Leistungsschau. Ich freue mich, dass wir neben dem tollen Wetter, sehr unerwartet natürlich, jetzt eine große Angebotsvielfalt hier unserer Firmen Ihnen präsentieren können. Und wir freuen uns über den großartigen Besuch und wieder ein Beleg dafür, was die Steinacher Firmen auf die Beine stellen können, wenn es darum geht, eine Leistungsschau abzuhalten. Die Mobilisierung, der Zusammenhalt, das ist sehr phänomenal und das freut mich als Bürgermeister natürlich sehr. Und ich bin gespannt, was wir für ein Resümee von der dritten Leistungsschau finden können. Aber ich bin mir sicher, wir sind wieder alle zufrieden. Der Zusammenhalt ist enorm und wir freuen uns heute natürlich schon auf die vierte Leistungsschau. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Steinach. Die Leistungsschau war eine gute Gelegenheit für die Besucher, die Firmenvielfalt Steinachs kennenzulernen und sich von ihrer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Denn vertreten waren vom kleinen Handwerksbetrieb bis zu den großen Firmen alle Branchen. So gab es für die Besucher unbeschreiblich viel zu sehen und zu staunen. Die Stände der Steinacher Unternehmen informierten über Dienstleistungen, Handwerk und die neuesten Produkte der verschiedenen Branchen. Schön, dass wir uns in diesem Jahr auch wieder bei der Gewerbeschau präsentieren dürfen, bei der Leistungsschau hier in Steinach. Wir sind wieder vertreten mit unseren vielen Schnäpse und Liköre, die wir selbst herstellen. Und was wir dieses Jahr wieder verstärkt dabei haben, sind Präsentartikel für Firmen, Vereine oder auch für Privatleute, die ein schönes Geschenk suchen. Und es macht Spaß, wie vor 4 Jahren auch. Viele Leute, die interessiert sind, die unsere Produkte probieren. Die Steinacher Unternehmer knüpften mit der dritten Leistungsschau an die Erfolge der vergangenen Jahre an. Ja, die Firma Werbepart ist jetzt zum zweiten Mal bei der Leistungsschau dabei. Wir waren schon 2010 hier, damals schon recht erfolgreich. Wir hatten gute Resonanz und gute Gespräche. Dieses Jahr ist jetzt auch schon wieder recht gut, der Besuch ist gut. Wir haben hier eine Fahrzeugvollverklebung präsentiert und sind auch noch am Bekleben. Die Kunden sind immer sehr interessiert und wir haben auch hinterher gute Resonanz. Bei vielen Ständen konnten die Besucher auch selbst aktiv werden. Ebenso konnte man aber auch den Cocktailtruck besuchen, Segway fahren oder eine mobile Sauna testen. Wir präsentieren hier die Neuheiten und Trends im Heizung- und Sanitärbereich. Freue uns natürlich über die außerordentlich viele Besucher. Die Leistungsschau ist ja bei uns nur alle 4 Jahre. Deshalb ist es auch der Aufwand für uns überschaubar und es lohnt sich immer wieder und freut uns auch immer wieder, dass das dann auch wirklich so wahrgenommen und genutzt wird.
dritte Steinacher Leistungsschau. Wir sind zum zweiten Mal jetzt dabei. Hauptthema Rauchmelder, Installation, Sprechanlagen sowie Haushaltsgeräte und TV. Highlight haben wir da drüben im Raum. Das ist ein UHD-Gerät von Philips mit einem Originalzuspieler in Top-Qualität. Kundenresonanz perfekt. Super Aufträge, denke ich, dass das alles passt. Räumlichkeiten war viel Aufwand, aber hat sich gelohnt. Ja, also in erster Linie präsentieren wir hier Möbel, aber auch Fenster und Türe, was wir natürlich auch alles einbauen. Ist eigentlich schon sehr interessant und es hat sicherlich auch einiges an Wert für uns, da unsere Firma hier auch hier darzustellen, ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich auch offen sind gegenüber der Kunde und dass wir auch wirklich einen größeren Anklang erreichen wollen, indem wir auch Werbung für uns machen wollen. Bei all dem Gebotenen konnte selbst das kurzfristig einsetzende Gewitter gegen Nachmittag die Stimmung nicht trüben. Vom Wetter, das natürlich uns jetzt einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht hat, war es eigentlich ganz positiv. Es sind abartig viele interessante Leute da, richtig interessierte Leute, nicht nur an unserem Stand, an unserem Produkt, sondern natürlich auch im Allgemeinen. Zu unserem Produkt, ja, wir sind eigentlich eine EDV-Dienstleistungsfirma. Wir sind entstanden aus der Firma Paschal, die gerade den Stand neben uns hat. Wir machen die Software und die Programme für die Firma Paschal. Und sind eigentlich ganz gut unterwegs hier. Freue uns, dass wir relativ als junges Unternehmen viel Zuspruch schon haben und viel Interesse gezeigt wird. Von daher ist die Leistungsschau, obwohl es vielleicht nicht gerade unser Fachpublikum ist, ein gelungener Event für uns. Aber nicht nur auf der Ausstellungsfläche wurde einiges geboten. Einer der Höhepunkte war die Frisurenshow von Friseur Matt auf der Hauptbühne. Hier wurden dem Publikum die neuesten Frisurentrends präsentiert. Die Steinacher Gastronomen sorgten dabei für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste. So hat der Steinacher Wirtschaftskreis auch in diesem Jahr bewiesen, dass man Großes bewegen kann, wenn alle zusammenarbeiten. Nach dieser erfolgreichen dritten Steinacher Leistungsschau dürfen sich die Besucher sowie auch die Steinacher Unternehmer auf die nächste große Leistungsschau in Steinach freuen.